Hey! Ich habe Schaufelrad, Baggerverleih. Eine zweite Ampel hinter Konditorei. Gute! Lars, wo fahren wir hinten? Uli, wann sind wir da? Ist der Uli auch dabei? Nee, der Uli ist nicht dabei. Blende den Uli einfach mal ein. Uli! Uli! Hier ist der Ausschnitt vom Uli. Uli! Das war der Ausschnitt vom Uli. Uli! Nee. Komm, Sau. Hi! Oh. Olaf, was hast du da mit der Kamera gemacht? Ich bin jetzt ein bisschen... Bisschen kaputt. Ja, ist mir runtergefallen. Fahren wir hin, Chris. Eine Frankfurt. Was sagst du zu der Situation, dass der dicke Julian uns nicht holt? Was ist eigentlich mit dem Haus falsch? Hat der Lars eine Krankheit? Ich würde einiges erklären. Zum Beispiel? Der ist ein bisschen dumm. Ja, der ist schon behindert. Sag ich ja. Lars, an was leidest du? Schlafen, Julian! Wo fahren wir hin? Zu meinem Obol. Scheiße. Bleib mal sehr toll. Jawohl. Lars, sind wir da? Nee, wir sind beim Fleischgeldbrötchen. Fleisch. Wichtig ist, an jedem Sitz sind Sicherheitsgurte. Bitte anschnallen. Lars, du stinkst, ich riech's irgendwie. Na gut, da. Frankfurt Airport. Sind wir da? Wir wollen nach Berlin. Hey, na, wie findest du Flughafen? Ach, gute. Ja, gute. Hier war wir schon mal. Fliegen, Leute mit Herzschrittmachern, mit Insulinpumpen, Schwangerschaft und so müsste spenden. Wir dürfen dann nicht durch das Magnetrohr. Das ist ein Krankenschleusen. Aber das ist dafür so das Thema, was wir eigentlich machen würden. Hui, moin. 7 nach 7, 9, den Dreamliner. Ja, von Boeing, das ist Air Canada. Eines der modernsten Flugzeuge, die wir hier haben, also die es überhaupt gibt. Geil. Windstoff. So, da ist ein Kollege mit einem kleinen Fahrzeug unterwegs. Ist das wieder goldig, ne? Also, das Fahrzeug. Der ist total süß. Goldig. Ja, das kann man so und so sehen. Doch, mal, der ist ja süß. Also, fahren langsam weiter. Euer Koffer. Essen. Airbus A380 von Asiana Airlines. Wenn ihr den auf einen normalen Fußballplatz stellt, so einen Bundesliga-Fußballplatz, ist der breiter als der Fußballplatz. Wow. Also wenn ihr das draußen neben dem Haus stellt, braucht ihr schon ein großes Haus. Super. Also vier, danke. Vier, fünf Stöcke muss ja auch irgendwo hin, das wird ja nicht beim Fliegen rausgelassen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja ein Flieger für lange Strecken, ne? 6, 8, 10 Stunden, ja. Wenn der wieder hier reinkommt, das sieht so ein bisschen aus, sage ich immer, wie so ein Kinosaal nach einem Film mit Überlänge, ne? Da liegt dann alles wirklich am Boden, die Decken sind durch und dann die Leute haben Pappbecher fallen lassen. Und als letzter in die Maschine einsteigen. Bei Krupp mit einem höheren Durchschnittsalter sagen, steht, zählt ja noch euer ganzes Leben. Aber ihr seid so jung, als ihr werdet auch die Zeit ohne A380 am Himmel hoffentlich schon den Kohle wahrscheinlich bald erleben. Ist nicht so schlecht. Ja, da gibt es einen Aufzug, das ist nur eine Nottreppe. Die Armen müssen also nicht jedes Mal Treppe laufen. Die Frage ist gut, ja? In der Tat. So, ganz kurz, Wartungshalle hier neben, die Wartungshalle 5. Die Lufthansa Cityline. Vergleichbares Modell, seht ihr, da steigen gerade die Leute. Steigen die Leute gerade im Regen rein. Das ist so, wenn ihr gerne Fisch esst, kann schon passieren, dass ihr zu Hause abends und Fisch esst. Wow. So, jetzt gehen wir geschlossen raus, bleiben ein bisschen als Gruppe zusammen. Wenn ein Alarm kommt, einfach hier hinten hinstellen und aus den Türbereichen rausbreiten. Sein, dass die Kollegen kommen. Wow. Wir müssen leider auch erst wegfahren, wenn die Türen zuziehen. Das ist alles ein bisschen blöd. Das ist eigentlich so. Oh, wow! Lars, was gibt's zu mampfen? Danke, Junge. Schnitzel. Oh, Junge, die Jugend. Ich weiß nicht mehr, wen du hast. Keine Ahnung, so mit Bauchtasche.
Ach so, ja. Ja. Weil da ist halt ich wesentlich mit der Öl. Hat sie geschmeckt? Nee? Ja, aber versteckte Kamera ist meistens legal und mit Filmlizenz, Olaf. Da haben wir ein Problem. Ach, Olaf, die habe ich. Die gehen auf den Gemeinschaftsurlaub, die zwei. Gehen. Das ist Olaf. Olaf, ich habe eine tolle Seele. Ich habe eine wirklich tolle Seele. Beim ersten Mal. So, Chrissy Statement, wie fand sie denn den heutigen schönen Ausflug nach Frankfurt? Es war ein bisschen hungrig gewesen, aber sonst solide Sache. Koshi, wie fanden Sie den Ausflug nach Frankfurt? Ja, das Beste fand ich, die Chinesen mit Gut zu begrüßen. Wie fanden Sie die Frankfurt-Fahrt? Das war der Wahnsinn. Ui. Wie fanden Sie die Frankfurt-Fahrt? Ich war lieber nach München, muss ich ehrlich sagen. Julian, fährst du am 30. Ja, ja, war top. Julia, was spielst du da? Minecraft. Jawohl. Jawohl. Oh, warte. Irgendwo wurde auch da. Da ist schön. Danke. Gut, auf Kamerafüllung. Schulblöcksteine schleppen. Und jetzt kommt gleich Holzkohle da raus. Ja, aber wenn das die Greta mitbricht. Hallo, bist du? Hier, mein Freund, ich will dir eins gesagt haben, ja. Warum? Mein Freund, ist ein bisschen blöd, hä? Setz dich mal bitte in das Auto.